Gibt doch nicht mein Medkit her, Alter. Oh Gott, Dolores. Wir verzichten auf den Warentausch und die Händlerin fuhr davon. Vielleicht werden wir ein anderes Mal die Gelegenheit haben, mit ihr zu handeln, falls sie überhaupt wiederkommt. Timmy scheint okay zu sein, soweit das in unserer Lage möglich ist. Ted, geht es gut? Es ist schwer, hier unten der Erde zu sein, unter der Erde zu sein, hier zu wohnen. Wir sollten uns über das freuen, was wir haben, sonst könnte es noch schlimmer kommen. Dolores, wo bist du? Oh, ich hasse das! Es fällt schwer, sich angesichts einer solchen Situation keine Sorgen zu machen. Manchmal fällt es uns schwer, uns mit den Gedanken, das Leben in diesem dunklen kleinen Bunker zu verbringen, abzufinden. Trotzdem versuchen wir, die Hoffnung nicht zu verlieren. Timmy ist sehr mutig, gerade was macht Ted so? Nichts Besonderes. Okay. Etwas unerwartet hat eine Gruppe in grünen Schlafanzügen gekleidete Leute an unserer Tür geklopft. Sie haben darauf bestanden, die fröhlichen Gefährten getanzt werden und wollten von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wir sind ja überhaupt nicht reich, also vielleicht könnten wir uns mit ihnen anfreunden. Sollen wir sie reinlassen? Auf gar keinen Fall! Die fröhlichen Gefährten, das klingt schon bescheuert. Warum weiß man doch überhaupt nicht, ob die einen austrauben wollen? Nein, hier kommt keiner rein. Nicht, bis Dolores zurück ist. Jeder Tag, den sie nicht kommt, Alter. Wir haben die seltsamen Zwischenfälle ignoriert und die Tür verschlossen gehalten, bis die Geräusche auf der anderen Seite der Tür verstummten. Wir sind nicht ganz sicher, ob wir es wollen, dass die Leute hier wiederkommen. Sie klangen ganz harmlos, aber kann man diesen unruhigen Zeiten harmlosen Menschen vertrauen? Sie konnten viel schlimmer sein als die gefährlichen. Timmy braucht Wasser und Ted braucht auch Wasser und ich will, dass Dolores endlich wiederkommt. Timmys Zustand ist nicht der beste. Es wäre gut, ein bisschen mit ihm zu plaudern und ihn zu trösten. Wir reden mit unserem Sohn. Vater-Sohn-Gespräche sind wichtig. Oh Gott. Oh, Dolores ist zurück. Sie hat eine Axt gefunden. Oh, geil, aber kein Essen. Aber eine Axt, aber kein Essen. Dolores. Ein oder zwei heitere Worte und fertig ist der Lack. Heiterkeit ist wieder da. Timmy Faye fühlt sich besser. Mir haben uns sehr gefreut, als Dolores unverletzt aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Hat alles wieder mitgebracht. Wen rufst du da an, wenn die Welt in den Flammen steht? Die Feuerwehr? Als wir gesehen haben, dass die Feuerwache immer noch da steht, waren wir sehr aufgeregt. Die Feuerwehrleute haben ein bisschen die Inneneinrichtung und ihre Uniform geändert. Die meisten Wände waren schwarz und rot gestrichen und die Helme waren mit auf der Schnelle gemalten Totenköpfen geschmückt. Wer hätte das gedacht, dass unsere lokale Feuerwehr solche Künstler sind? Einfach Bohem. Bei der Garage haben ein paar Feuerwehrleute Wirtschaftsarbeiten ausgeführt. Sie waren gerade dabei, riesengroße mutierte Kakerlaken mithilfe eines Stauches mit Wasser zurückzuschrecken. Wir haben uns dem Spiel angeschlossen und es ist uns gelungen, sogar ein paar Flaschen mit dem Wasser zu befüllen. Plus drei Wasser. Draußen gleich am Eingang haben wir eine mit der Axt an der Wand festgenagelte Puppe, die in Polizeiuniform gefunden. Wenn man an die künstlerischen Sinn dieser Feuerwehrleute denkt, war das wohl eine moderne Skulptur und eine andere Installation. Es tat uns also leid, sie zu zerstören, aber unseres Erachtens war das notwendig. Plus die Axt. Nachdem wir herausgegangen sind, haben wir einen Tresor mit einem spaltbreit geöffneten Türchen gefunden. Er wurde an einem Ort eingebuddelt, der einst sehr zauberhaft war, aber jetzt seine zweite Jugend als radioaktive Trümmer erlebte. Der Tresor leuchtete ein bisschen, aber das Wasser da drin versteckt war, sah nach unverseucht aus. Wir haben dem Tresor und seinen Inhalt mit unserem Vorhängeschloss gesichert, um die Flaschen auf dem Rückweg mitzunehmen. Plus zwei Wasser. Timmy sollte essen, Dolores hat seit langem nichts mehr gegessen und Ted knurrt der Magen. Also alle haben Hunger. Und es wird langsam eng. Als wir den Eimer von dem Bunker entleert haben, haben wir eine hastig gezeichnete Landkarte an einer der zerstörten Mauern entdeckt. Jemand hat eine Route gezeichnet und eine Stelle am Ende markiert. Vielleicht wurde dort einige Reserven versteckt. Sollten wir es prüfen? Schicken wir Timmy. Timmy muss jetzt auch was machen. Timmy soll mal ein Mann werden. Und Timmy ist müde. Toll. Von 3 Metern. Die Schatzsuche macht uns eigentlich Spaß, abgesehen davon, dass sie in einer radioaktiven Müllhalde, das ist in unserer Stadt, stattfindet. Wichtiger ist es aber, dass die Suche erfolgreich war und wir ein kleines Paket gefunden haben. Egal was das ist, es wird sich auf jeden Fall nützlich zeigen. Plus ein
Boy Scout, ein Buch, das ist schön. Wir hatten Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Timmy sollte was essen. Dolores träumt von einer richtigen Mahlzeit. Okay, die beiden haben Hunger. Scheiße, es wird eng. Die Notiz, die wir heute an unserer Tür gefunden haben, war eine echte Überraschung für uns. Sie ist nicht unterschrieben, aber es steht, dass die Person, die sie geschrieben hat, uns schon seit einiger Zeit beobachtet und glaubt, dass wir anständige Leute sind. Sie weist uns an, eine einzelnen unbewaffneten Vertreter zu einem Treffen heute um Mitternacht zu schicken, um mehr zu erfahren. Sollten wir jemanden schicken? Oh, ich weiß nicht, aber wenn dabei irgendwas Gutes rumkommen könnte und wir nicht gehen, haben wir es verpasst. Oh komm, wir schicken Ted. Mehr wie sterben kann der am Ende auch nicht. Rumpel. Alter. Das Treffen wurde von einem Zwillingspaar, einem Bruder und einer Schwester veranstaltet, das es selbst in der Hand genommen hatte, die Überreste der Stadt durchzusuchen und sich nach ehrlichen und anständigen Menschen umzuschauen. Sie schienen vertrauenswürdig zu sein und wir hoffen, sie wiedersehen zu können. Sie haben gesagt, dass sie wissen, wo wir finden sind und dass sie sich mit uns in Verbindung setzen werden, falls sie Hilfe brauchen. Ted ist wohlbehalten von seiner Expedition zurück. Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein starker Junge. Okay, Dodorus hat immer noch Hunger und Wasser. Okay. Wir haben richtig bei dem Problem. Ted ist noch in Form. Hey, das ist Pancake. Unser Freund ist wieder da, aber er scheint sehr unruhig zu sein. Er hört nicht auf zu kläffen und zu springen. Als sie die Tür geöffnet haben, ist er nach draußen gelaufen und fast sofort zurückgekommen, ohne mit den Bällen aufzuhören. Vielleicht sollten wir ihm folgen. Was sollen wir mitnehmen? Das Gewehr. Vielleicht finden wir was Interessantes oder wir knallen Pancake aus Versehen ab. Okay, wir haben anscheinend nichts gefunden. Und unser Essen wird knapp. Wie man so sagt, besser hart geblasen als den Mund verbrannt. Das Gewehr scheint eine vernünftige Wahl zu sein, wenn man durch das Ödland spazieren geht. Wir haben es aber nicht damit gerechnet, dass wir eine Gruppe von impulsiven Menschen mit Waffen in der Hand treffen, die erst schießen und dann Fragen stellen. Knall des Gewehrs hat ausgereicht. Knall des Gewehrs. Ein Knall! Um Pancake zu erschrecken, sodass er geflohen ist. Uns ist es gelungen, sicher zum Bunker zurückzukehren, aber er ist nicht mehr erschienen. Timmy braucht nicht viel, aber er braucht Trinken. Ein ruhiger Tag für Dolores. So, Timmy braucht Trinken. Kann er haben, da aber genug von. Und es geht für Ted nach draußen. Alte Manier. Koffer. Gasmaske. Ich bin verwundert, dass die Gasmaske immer noch heile ist. Mann, das Gewehr. So, und das Vorhängeschloss. So, und raus. Die beiden sehen ziemlich fertig aus. Wie ein echter Pfadfinder kommt Timmy in jeder Situation gut zurecht. Heute hat er sogar gute Laune. Okay, unser Leben ist kein Märchen, aber Dolores, okay. Alles gut, niemand braucht was. Bringt die Stiefel zum Glänzen und hisst die Flagge. Die Armee sendet wieder. Wir sollten unsere Taschenlampen vorbereiten, um den Flugzeug Signale zu geben. Sie werden über unserem Gebiet am späten Abend fliegen. Wenn sie unser Licht sehen, werden sie wissen, wo wir uns befinden. Das machen wir direkt, in der Hoffnung, dass es überhaupt was hilft, weil je nachdem, wie hoch die fliegen, sieht man das nämlich absolut gar nicht. Aber gut, wir schauen. Tag 24. Alles ging nach Plan, aber dann gab die Taschenlampe ihren Geist auf. Zum Glück haben wir es geschafft, sie im letzten Moment zu reparieren, gerade als wir das Heulen des Flugzeuges gehört haben. Wir sind fast sicher, dass der Pilot uns bemerkt hat. Wir werden sehen, ob sie umkehren, um uns mitzunehmen. Timmy ist total erschöpft. Wir haben bestimmt noch irgendwo Wasser für Dolores. Okay, schön. Eben war alles in Ordnung und eine Minute später ging die Hölle los. Wie ist das möglich? Totaler Wahnsinn. Wir müssen uns zusammenreißen, wenn wir überleben wollen. Lasst uns eine Nacht darüber schlafen. Tag 25. Sind immer noch erschöpft. Wir kämpfen nicht mehr, aber für wie lange? Timmy sollte essen und Wasser. Okay, nur Timmy. Ich hoffe, Ted findet was. Wir sind in einem winzigen Bunker eingesperrt und unsere Vorräte sind echt beschränkt. Wenn wir überleben wollen, ist es Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. In der Nähe, in den Ruinen des Altenheims, versteckt sich eine Gruppe Rentner. Sie müssen irgendwelche Vorräte haben und unserer Meinung nach brauchen wir diese Lebensmittel mehr als sie. Die Familie ist doch am wichtigsten, oder? Oha!
Okay, wir haben jetzt natürlich die, wir haben jetzt die Wahl. Wir können jetzt entweder sagen, nein, das machen wir nicht. Oder wir sagen, doch, wir überfallen jetzt diese Rentner. Logisch betrachtet haben diese Rentner sowieso nicht mehr lange zu leben. Und wir haben einen kleinen Sohn, der dringend was zu essen braucht. Er hat noch ein paar Jahre vor sich. Andererseits würde dann das Blut fremder Menschen an uns kleben, dessen Tod wir zu verantworten haben. Aber da mir persönlich, also ich kann nicht sagen, was ich in so einer Situation machen würde, das dürfte jetzt nicht verlangen, ne? Aber ich persönlich würde jetzt sagen, unser Sohn ist wichtiger, deswegen versuchen wir unser Glück. Und was können uns Rentner schon anhaben? Ich weiß verdammt viel, es sind mehr als wir. Wir haben auch anscheinend nichts bekommen. Eine Dose. Wir sind hingegangen, haben bekommen, was wir brauchen und sind zurückgekehrt. Wir sind sicher, dass die Gruppe zurechtkommt. Höchstwahrscheinlich. Plus eine Suppe. Wie ein echter... Okay, Timmy, nichts zu Dose, nichts. Hier in diesem unterirdischen Bunker zu sitzen, ist wahrscheinlich sicherer, als da oben Kopf zu riskieren. Den Kopf zu riskieren. Trotzdem wollen wir nach draußen. Vielleicht sollten wir spazieren gehen. Die Umgebung ist vermutlich viel ruhiger seit der Bombardierungszeit. Ja, weil auch niemand mehr lebt. Wahrscheinlich. Oh, Ted, wo bleibst du? Solange wir hier sicher sind, haben wir nichts dagegen, hier zu bleiben. Geht hier mit Dolores braucht Wasser und Trinken. Sieht sehr eng aus. Wir bekommen Suppe für ein Kartenspiel. Boah. Wir brauchen die Suppe. Und ich weiß nicht, was Ted findet. Okay, komm, wir geben das Kartenspiel und nehmen die Suppe. Ich hoffe, er heult uns nicht übers Ohr. Natürlich ist jetzt Ted zurück. Oh nein, die Gasmaske ist kaputt. Das Gewehr ist kaputt. Was hast du gemacht? Und wie siehst du überhaupt aus? Überall diese Burgerflecken. Oh nein. Eieiei. Wir machten mit dem Hausierer einen Deal und halfen ihm anschließend beim Einpacken der Waren. Er machte sich auf den Weg durch das Ödland, als ob er wüsste, wo er gehen müsste. Okay, eine Suppe immerhin. Ted ist von seiner Expedition wohlbehalten zurückgekehrt. Vielleicht leider leiden wir an einer Neurose, aber wir glauben, dass uns jemand verfolgt hat. Hoffentlich passiert es nicht wieder. Während unserer Expedition sind wir zu einer Kirche gekommen, die die Explosion überstanden hat. Der größte Teil des Gebäudes war unversehrt und ein Kreis von Überlebenden hat das ehemalige Gotteshaus in einen Bunker verwandelt. Ehrlich gesagt, es war etwas mehr als nur ein Bunker, eine Art Religion. Es fällt uns schwer, einen Namen dafür zu finden, aber ihre Anhänger haben versucht, uns sehr aufdringlich davon zu überzeugen, dass die Quelle allen Übels die Tomaten und unsere einzige Hoffnung auf Erlösung die Auberginen seien. Diese sehr netten Menschen haben uns ein paar Suppendosen geschenkt. Wahrlich, sie erklärten uns, dass sie an dem Geschmack der Suppe keinen Gefallen gefunden haben. In diesem Augenblick haben wir uns vergewissern können, dass es absolute Wirrköpfe sind. Plus eine Suppe. Die Sektierer haben beschlossen, dass das Weihwasser für sie unüberflüssig sei. Dank unserer nichtgöttlichen Hilfe geschah ein Wunder. Die ziemlich leeren Wasserflaschen verwandelten sich in eine ziemlich volle Wasserflasche plus zwei Wasser. Naja, das war's mit dem Gewehr. Nach dieser Expedition schießen wir damit eher nicht mehr. Scheiße, unsere Gasmaske wurde während der Expedition beschädigt. Es ist vielleicht die höchste Zeit, damit Timmy trinkt. Trinken, okay, wohl. Ted sieht sehr schwach aus. Essen. Okay, Timmy trinken, eher essen. Das ist trotzdem noch nicht, bei weitem nicht genug. Expedition kann keiner rausgehen. Der Mülleimer ist mit Suppendosen überfüllt und der Korb in der Ecke ist randvoll. Er sieht danach aus, dass sich um die Eimer riesig seltsamer funkelnde Insektenscharen. Vor Kriegskakerlaken waren kleiner, oder? Haben wir sie mit dem Buch kaputt. Das Spray können wir noch gebrauchen. Tag 29. Und das Buch überlebt sowas eher. Die sprichwörtliche Kugel hat uns diesmal an den Ohr vorbeigepfiffen. Das heißt, wenn die sprichwörtliche Kugel riesig und behaart wäre, sowie acht Beine und leuchtendes Maul hätte, wir hoffen, diese Krise wurde schon endgültig überwunden.
Timmy geht es gut. Okay, gut, gut. Knoter mag. Gut, jetzt frisst halt alles auf. Super. Keiner kann raus. Unser Gewehr scheint eine größere Gefahr für den Schützen selbst als für das Zielobjekt auf der anderen Seite des Visiers zu sein. Eine Feuerwaffe sollte eigentlich anders funktionieren, oder? Lasst sie uns reparieren. Probieren wir es. Auch wenn es schief gehen kann und das Buch kaputt geht dabei. Das Gewehr ist endgültig hinüber. Ganz toll. Naja, das Gewehr sieht nicht mehr wie ein Gewehr aus. Eher wie ein Rasenmäher. Es wäre wahrscheinlich besser, es loszuwerden. Nichts Neues bei Timmy. Dolores braucht Wasser. Dolores ist total erschöpft und Dolores hat sich erholt. Was? Sehr interessant. Dann kann Dolores aber rausgehen. Oh, die bieten ein Gewehr für den Arzneikoffer an? Never ever. Gut, die Patronen brauchen wir eigentlich nicht, aber ein Schachbrett auch nicht. Okay, never ever gebe ich meinen Medizinkasten her. Vergesst es. Obwohl die Mädchen so tapfer sind, dass sie durch das Ödland herumlaufen, da hatten sie leider nichts, was für uns nützlich sein könnte. Wir haben also ihr Angebot abgelehnt. Sie haben uns einen schönen Tag gewünscht und uns verlassen. Timmy braucht Trinken. Dolores geht's gut und Ted hat immer noch Hunger. Ich kann Dolores nichts mitgeben. Ich kann ihr die Axt mitgeben, das war's aber auch. Nehmen wir ihr die Axt. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. Die Axt und das Schloss. Dann schauen wir mal. Wahrscheinlich bringt sie die Axt auch nicht mehr mit, aber das müssen wir jetzt riskieren. Wir brauchen irgendwie Essen. Timmy sollte was essen. Dolores ist da umgegangen. Timmy sagt, okay, Timmy sollte essen. Früher haben wir immer gedacht, dass das Leben viel besser sein könnte. Das war, bevor uns die Atombomben auf die Köpfe heruntergeworfen wurden. Jetzt denken wir, dass das Leben viel besser sein könnte. In gewissem Sinne hat sich nicht viel geändert. Sehr sarkastisch. Okay. Erinnerungen sind schön und gut, aber wir müssen die jetzige Situation klar und nüchtern betrachten. Timmy ist brav, die Frage ist, wie lange er so durchhält. Das Einzige, was Ted sich wünscht, sind ein paar Tropfen Wasser. Die kann er gerne haben. Wir hatten technische Probleme mit dem Radio und bis zum Mittag ist es uns nicht gelungen, eine Nachricht zu empfangen. Als das Radio endlich wieder in Betrieb war und wir eine Sendung der Armee gehört haben, sind wir sprachlos geworden. Nicht nur, dass sie Versprechen nicht erfüllt haben, noch dazu haben sie uns befohlen, all unsere Waffen abzulegen, bevor die Soldaten ankommen. Wer verlangt so etwas von einem anständigen amerikanischen Bürger? Wir haben sowieso keine Waffe, von daher. Wir sind mittellos. Das war kein Gewehr. Da wir kein Gewehr mehr besitzen sollten, die Soldaten uns keine Schwierigkeiten machen. Wir können uns nicht so lassen, dass Timmy länger durstig ist. Okay, Timmy hat Durst, bitteschön. Je mehr wir darüber wissen, was an der Oberfläche passiert, umso besser für uns. Lasst uns alle uns um das Radio herum hinsetzen und versuchen, einer der Frequenzen abzustimmen. Lasst uns ein Lagerfeuer machen. Um das Radio.